Ich finde das legitim, wenn man zur Militärbasis geht, sich 5 Sterne holt, sich ein Militärjet klaut, den Raketen ausweicht und dann wieder herkommt, um durch den Punkt in der Luft zu fliegen. Dann finde ich es legitim, wenn man so gewinnt. Hakuna Matata, seid herzlich willkommen. Wir zocken heute mit dem neuesten GTA-Wagen. Einen richtig coolen Warrior mit dabei haben wir den lieben Dana. Hallo, mein lieben Junge. Wir haben den Kev. Was geht, ihr Lieben? Und hasta la mañana, Deko. Genau, so. Chachos, wir zocken mit der neuesten Karre, beziehungsweise jetzt nicht mehr neuesten Karre, aber den 811, den neuesten Supersportwagen. Und den Fista 811, ein Hardcore-Wallride-Test. Ne? Das Ding soll relativ wirklich hart sein. Wir gucken mal, ob der Fista zu sowas taugt. Wenig Prozente, harter neuer Wagen und einige Maps sind sogar buggy bei mir. Habt ihr das gesehen? Die anderen wollen das nicht zeigen. Guckt bei mir, nein. Was? Der ist ja dem Porsche 918 hier nachempfunden, aber ist halt irgendwie nicht ganz so der zum Beispiel. Deko, krieg deine rein! Der P1 hier im Spiel ist irgendwie viel ähnlicher am Original als der. Ja. Den hat hier richtig Background-Wissen am Stil. Ja, du, klar, du, obwohl ich den Wagen wirklich gerade zum allerersten Mal hier sehe im Game. Gar nichts davor. Dena, ich hab gehört, aber der ist Autofetischist. Nice. Ich fahr ihn das erste Mal, würde ich sagen, er fährt sich gut. Also, er fährt sich schnell, er ist. Oh, die Kurven sind schwierig. Ja. Hey, fährt sich wirklich merkwürdig bisschen. Oder was? Ich hab den sogar schon getuned am Start, aber die anderen Jungs nicht, deswegen können wir den nicht. Ey, ich kann meinen Ender nicht verkaufen. Miesester GTA-Bug, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich schießen soll. Müssen wir mal im Livestream gucken, das ist richtig. Ich kann meine Wagen nicht verkaufen, das wird einfach nicht angeboten. Das checken wir irgendwann im Livestream. Nein! Hört auf mich zu rammen! Ich muss hier gut fahren. Ja, voll die krassen Wagen hier rumlaufen. Ey, Deko! Und schon mit was denn? Was? Ey, das war so ein schieß doch hier auf alle! Das war so ein Skill-Rennen, Alter! Das war so ein Skill-Rennen! Es war so geil! Ich hab mich immer kaputt reißen Skill durchfahren! Oh, das war es hat mich umsonst mit 23% und hier wird geballert. Digga, so, jetzt beginnt der Flip-Warride. Es beginnt! Wo ist der Warride? Oh, hier! Wo ist er denn? Nein! Seht ihr den nicht? Der baut sich davon auf! Ja, nee, ich ihn noch nicht. Achso, ich muss respawnen! Der baut sich auf! Zur Seite! Nicht blocken! Ja, Dina! Ich bin extra zur Seite gefahren. Block doch nicht! Ich wollte den nicht schaffen! Junge, du hast doch keine Chance, oder? Okay. Da weißt du doch nicht, ob ich keine Chance habe. Was ist das für ein Flip, Mann? Oh, ey, richtig, warum? Junge, da hast du deine gerechte Packung. Wo? Das war One-Shot, sag ich dir. Muchachos, der hat schon in sich. Alter, nein, das ist ein 11-Todesflip. Oh, oh. Was ist ein 11-Todesflip? Nee, Marvin, erinnerst du dich an den 11-Flip? Erinnerst du dich? Wie schafft man den Flip? Oh, shit. Oh, nein, ich war so gut dran. Ich war auch gut dran, aber ich bin richtig krass da unten gedroppt. Nee, was ging's eigentlich? Muss einfach nur ein bisschen. Lol, wer schießt da? Dena schießt! Dena! Ja, so, Alter, oh, weil der auch nicht geschossen hat! Please! Hey, wie schafft man den Flip denn so perfekt? Ist das Assi, ne? 2 von 4 Tries werde ich aber abgeschossen. Könnt ihr das mal sein lassen, bitte? Ja, abgeschossen nicht. Ja, oder abgerammt auf jeden Fall. Ey, ganz ehrlich, wer ist das hier? Hör auf, Dena, Alter, wirklich! Oh, Baby, geil! Das ist ja ehrlich, weit gedreht. Oh. Guck mal, als hätte ich hier irgendeinen normalen Try, lass es doch sein! Ich kann dich auch mit Haftbomben jetzt beschmeißen. Ey, du hast bei mir angefangen! Nein, du hast angefangen! Nur der Kerl, jetzt verpiss dich! Doch, der Kerl hat schon wieder gemacht! Du Wichser, Alter, und jetzt geht's ab! Alter! Das Geile ist ja, ich hab den Scheiß losgetreten, mach jetzt gar nichts mehr und ihr habt voll das Chaos. Oh. Chaos, Mann! Boah, shit, ich hätte mich fast gehalten. Drauf. Okay, es ist nicht ganz so schwer. Muss ich aber perfekt drehen. Ist ja, wie gesagt, erst einer der ersten Tries gewesen. Hä? Wie kriegt ihr das hier mit dem Perfect Purple? Habt ihr irgendeine Idee? Ist es bei jedem Absprung der gleiche, sagen, an welchem Winkel man den treffen muss? Oder ist es immer so random? Ich glaube, man muss jetzt das Auto einfach ein bisschen mitdrehen. Ich weiß, es kommt darauf an, wie hart man den Flip trifft. Und? Ah, scheiße. Aber Deko, ganz genau kann ich dir auch noch nicht sagen. Ja, aber es ist nicht ein Update durch GTA, ja, dass so man irgendwie mehr mitdrehen muss bei Flips, ne? Alter, ich hasse sowas. Ja. Scheiße! Für 3 von 5 Tries werden geblockt! 3 von 5! Hauptsache, da tauchen einfach Fahrzeuge auf! Alter, was? Ich hatte noch meinen dritten Try, Alter! Oh! Leute, der fährt einfach oben drüber. Au, sind erstmal explodiert. Stabiler Wagen. So, böse. Alter, das war. Okay. Nein! Also, man darf den Flip nicht hart treffen. Mhm. Also, ich glaube, wenn man so mittelhart rangeht, das hatten wir schon mal. So was Ähnliches. Ich hab so, wenn ich den sozusagen ziemlich gut treffe, dann bin ich zu langsam irgendwie. Hat sich auch schon, dass ihr zu langsam seid und dann wieder bei. Dann hast du ihn zu stark getroffen, den Flip. Nein! Hä? Ich wollte nur das Auto wegnehmen. Ja, weil das nimmt sehr viel Speed weg. Nein, ich hab den ersten noch. Fuck, ich bin bis zum zweiten Flip gekommen. Aber ihr nehmt nie extra Anschwung, ne?
Nee, glaube. Oh, aber ich hab den Trial gesehen. Boah, ja, Alter, ich war auch fast drauf. Zum zweiten Mal. Den wievielten habt ihr getroffen schon? Da sind die ganze beim ersten. Ja, sind alle noch beim ersten. Alle beim ersten Flip. Alle beim ersten. Ja, ja. Er ist nicht umsonst Hardcore hier, ich sag ich ja. Das Ding ist, ich glaube auch, dass die Map ist nicht unbedingt schwer, weil es der Fister ist, sondern mit dem Fister kann man das, glaube ich, ganz gut machen in Warlord. Ja. Also. Ah, Mist. Aber der Flip ist einfach so. Oh ja, ich hab's! Was? Komplett? Nein! Ich hab den zweiten Flip! Nein! Oh, ich glaube, ich bin auch bis zum zweiten hingekommen. Oh. Oh, oh, man. Benutzt ihr zufällig Numpad 8, um Speed zu holen? Nee, ich benutze aber schon ein bisschen die Numpad-Tasten. Also zum Drehen, meint er. Ja, ja, genau. Ah, shit! Oh, das war so ein nice Alter, Try, Mann. Also, es geht auf jeden Fall. Ich bin wieder dran! Ich bin wieder dran! Nice! Marvin, ich hab's gesehen, das läuft richtig schmuf bei dir. Naja, schmuf. Also, immer wenn ich halt raufkomme auf den zweiten, dann falle ich einfach runter. Ja, das ist so. Hast du beim Controller so eine Taste, wo du das Auto ein bisschen lenken kannst? Ja, er kann mit dem rechten Stick nach vorne gehen, aber wie gesagt, auf Controller einfach. Scheiße. Was hart. Nee, kann ich nicht mit rechten Stick. Mit rechten Stick. Oh, Daddy! Ja. Mit rechten Stick. Nein, du kannst ihn nach vorne lehnen und nein, nee, wie beim Motorrad. Das geht ja, alles aus. Das aber mit dem linken Stick. Ach so, dann. Wow. Wow. Okay, jetzt hab ich da langsam den. Daddy ist drauf! Okay. Daddy ist drauf! Und? Hast du auch beim zweiten verkackt? Ich auch. Ich war eigentlich drauf, aber ich bin gedroppt, weil ich Depp ihn am 8-Taste gedrückt habe. Ich bin am dritten Warwide dran gewesen. Nein, ich bin direkt hinter Deko raus. Oh, Mann. Oh schade. Alter, das kriegen wir hin. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Oh, nice. Nein. Ach, nein, ich nicht. Wollte schon sagen. Oh, shit. Ich bin immerhin zum zweiten Mal gekommen. Immerhin. Es ist ein geiles Teil, Alter. Also, ich habe jetzt verstanden, wie das ist mit dem. Dass man nein, so halb ich hab den Flip nicht mitgenommen. Ja, aber wenn man sich irgendwie ich dagegen... Ich war perfekt dran am zweiten Warwide und krieg den Flip nicht mit. Ja, das ist eben ein Skill, ne? Das ist eben ein Skill. Na, ich bin einfach drüber shit. Gefahren, weißt du? Aber jetzt laufen die Versuche alle richtig fresh. Aber man merkt wirklich, man muss alles perfekt treffen. Also auch wenn die Auffahrt nicht perfekt ist, weil irgendein so NPC-Wagen dich blockt. Ja, ja, das war's. Dann wird's hart. Aber ihr nehmt keinen Anschwung immer? Nee. Nimmst du Anschwung oder was? Nö, aber ich hab's Gefühl, ich sollte mal. Ja, ich bin drauf! Nein! Scheiße! Oh, man kann ja nicht anschauen. Du bist drauf? Nein, also, scheiße. Also ich war drauf, aber der nächste Flip halt. Scheiße. Scheiße! Ich hab. Oh komm. Nein! War ein bisschen zu hart gekriegt, den Flip. Ich würde mal gerne so einen Scheiße-Counter bei uns haben. LOL! Scheiß NPC-Wagen mich. Den gab es schon bei House Park, Mann. Aber pass auf, dann kommen die Flüche wieder hervor. Ne? Das heißt, ja, sonst schafft ihr jetzt jedes Mal den ersten oder auch noch nicht? Nee, auch noch nicht. Nicht jedes Mal. Also von 10 Versuchen ungefähr ein, zwei Mal. Alter, die NPCs sind so dreist da vorne. Ah! Aber ich glaube, wir sollten Scheiße durch Microp ersetzen, weil Microp ist ja irgendwie so eine japanische Suppe. Ist das nicht härter als Scheiße? Ja. Ist das russisch oder was das? Microp ist eine japanische Suppe! Microp, Alter, Microp! Oh! Nein! Ich hätte ein bisschen Microp zu meinem Sagebla. Ah! Ich hab einen scheiß NPC! Ja, deswegen. Oh, nee, aber Ich will. Ich bin extra weggefahren für dich, Kev. Dankeschön, komm. Das ist. Ihr kriegt alle einen Teller Mikro, wenn ich schaffe. Was ist das denn hier? Nein! Ich war perfekt auf dem zweiten Warride und hab einfach den Flip, bin jetzt hochgefahren, hab den aber nicht mitgenommen. Nein! Ey, manchmal, ich weiß nicht genau, man muss irgendwie den ersten. Oh, mal Wasser, Vorsicht, komm! Warte, ich will das Auto nur wegspringen. Merci. Oh, yo! Oh, geh weg da, ich fahre! Direkte Hardcore-Action, nice. Mann! Noll, ich habe Sterne? Wer ist hinter mir? Sterne bekommen? Was habt ihr eingestellt für den Warride? Fick mich! Ich komme dir gleich Polizei und versperrt den Warride. Nein, Kev! Ich hab dich geboostet! What the fuck? Ich hab dich geboostet! Oh Mann! Aber trotzdem, ich bin dadurch also, es war ein geiler Boost, Mann. Aber ich hab die Kontrolle verloren. Oh, alte Welt, du hast richtig Schub bekommen. Aber jetzt mal so als allgemeine Information für den Fister, ich finde den geil am World Worlds. Der ja, ganz gut dran. Ich auch. Ich glaube, wir hatten eigentlich mit jedem Wagen so krasse Probleme. Obwohl, ja? Mit dem T20, ich glaube, der hat ein besseres Flug oder bessere Flugeigenschaften. Ja, ich weiß ja nicht, der scheint mir ein bisschen schwieriger zu sein. Ich weiß nicht, ob man das ganz so sagen kann. Weil aber ich finde ihn nicht so schnell, Alter, oder? Nee. Mhm. Also eigentlich müsste nämlich halt der 918 echt eine mega krasse Beschleunigung und irgendwie der hier nicht so krass, finde ich. Vielleicht weil das schwer ist halt auch, ne? Ja, der ist auf jeden Fall schwer, fühlt er sich an hier. Der FMJ und der Reaper sind aber auch todesschwer. Also die haben alle Autos irgendwie ziemlich schwer gemacht.
Ich war fast wieder auf dem dritten Warride, ey, und dann hab ich... Was ist das denn für ein NPC hier? Fick mich! Scheiße! Oh Gott, was... Mann! Scheiß NPC, das kann nicht wahr sein! Bin die alle nervt? Ich hab mich auf... Yo, Dena! Ich konnte nichts hier. Hey, ich hab die ganze Zeit schon Respawn gedrückt. Ich verstehe das. Mann, weißt du, jetzt hat der NPC so einen Zentimeter zurückgefahren am Ende, um mich zu treffen. Und jetzt kommt die Polizei! Leute, wer von euch hat Sterne? Mann. Ich hab drei Sterne! Ich hab fucking drei Sterne! Du musst dich töten lassen! Ich muss sterben. Ah, Mist. Hier ist alles voll mit Polizei und so. Ja, ist wirklich so. Also die NPCs machen es echt nicht leichter. Dena, bring mich um! Bring mich um! Dann hat er die Sterne, du musst sterben! Einfach respawn! Ich glaub, du musst dich am besten von den Polizei töten lassen. Ey, du bist ihr scheiß Bullen, Alter! Jetzt. Wieso hab ich jetzt Sterne? Ich hab Sterne aus dem Nichts bekommen! Ey, zu schnell gefahren wahrscheinlich! Ich wollte gerade sagen, du fährst dich schnell innerorts! Ey, Digga. Nein, die haben mich einfach geblockt, ja, weil die dich verfolgen wollten! Ihr müsst da die Wracht einfach... Mann, ich hab den einfach verpasst wegen dir! Komm schon! Mann! Ja, bitte! Oh, Mann, ich will einmal gucken, wo der Punkt ist! Ey, das ist wirklich, ich sag dir, direkt, wenn ich das jetzt schaffe, der nächste Try war der beste Try, den ich hatte. Er wird First Try. Das war der beste Try, den ich hatte. Shit. Nein. Sag mir bitte, dass wir zwei Runden haben. Muss... Nein, ja. Ist mir mal wirklich zwei Runden, als auch. Doch, also. Wer hat das eigentlich? Ah, ey, warum, Leute, da oben müssen wir hin. Ich hab den Dreh langsam raus. Drei sein. Ha? Ich hab könnten auch drei sein. Könnten drei sein, ja, Alter. Wer macht und, was? So langsam wie, hab ich's raus. Alter. Nein, ich hab den zweiten Flip einfach nicht. Es hieß, ja, wir wirklich. Probieren ein neues Auto aus. Ja, es wird lustig. Niemand hat gesagt, dass so ein kranker Warride dabei ist. Du wolltest, wir haben gesagt, 20% ist über Hardcore bei Warride. Du wolltest das haben, mein Lieber. Ja, ich hab gesagt. Du hast gesagt, ich hab gesagt, nein, das ist das zu hart für die erste Folge. Nein, Junge, nimm es. Klatsche links, rechts, da wurde ich von denen verprügelt. Nein, ich hab nur gesagt, ich will das Auto ausprobieren. Und dann? Jetzt hab ich ausprobiert, jetzt können wir die nächste Map machen. Ich find's ganz okay, das okay, dann tryhard ich jetzt mal Hardcore, jetzt wirklich. Yes, so. Wird getryhardet. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie mir perfekt auffällt, um maximal Speed rauszuholen. Oh Mann, ich fahr eigentlich schon super auf, aber die Drehung ist nicht super. Oh. Mann. Ich verliere einfach zu viel Speed, wenn ich auf den zweiten Warride drauf gehe. Ja, ja, weil es noch nicht hundertprozentig perfekt ist. Man verliert so minimal durch das Schlenkern Speed. Aber ihr versucht dann beim ersten Warride das noch besser zu machen? Ey, das, die Flips sind echt hart. Nee, also, man muss alles echt perfekt flippen. Es muss alles laufen. Ey, man braucht echt super Speed. Dena, lass mich vorbei, lass mich vorbei! Ich war schon wieder am dritten dran. Ich war schon wieder am dritten dran. Ich war noch nicht mehr beim zweiten. Was, wie fahr ich denn da? Ich achte gleich auf den Warride, oder? Also ganz ehrlich, versuch mal was. Komm, Dena, concentrate. Oh, Mann! Nein, ich hab das perfekt. Ich hab sogar so, jetzt aber. Das fahr ich gegen den Flip, ey. Oh man, leck meine Scheiße. Salzige. Was? Hab ich den Flip zu flach genommen? Shit. Das mach ich nicht. Oh, ich glaub, das sieht ganz gut aus. Lol. Salzige Kimmel. Salzige Kimmel sieht immer gut aus. Hallo. Oh, hier oben hier, Leute. Das, wir müssen da mal einen anderen Hashtag ausdenken, weil ich sehe nur noch unter unseren Videos Hashtag salzige Kimmel. Ja, der ist aber auch gut, Mann. Ja, der ist auch gut, aber... Hashtag Ziegeneier. Nein, der ist so obvious. Nein! Der kommt man nicht anders hin. Eieiei. Achso, Dena hat gerade probiert, anders hinzukommen. Kleiner Hacker, wir sind erst seit 10 Minuten hier. Warte, Dena, wenn du wirklich richtig scheuern willst, dann fährst du zum Flughafen, holst dir einen Jet und fährst dann so da rein. Oh, nein! Das ist ja Verkehr mich, an, ne? Verkehr ist an, ja. Stimmt. Komm schon! Dena, gib doch nicht auf, das ist machbar! Ja, ich bin zu langsam immer beim zweiten. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Ist das weit weg, der Flughafen? Oh Mann, no. Hey, ach, da war der Punkt? Shit! Der ist direkt nebenan. Ey, ganz ehrlich, hört auf aufzugeben, wirklich, hört es auf. Nein, einfach auf die Militärbase und dann Attacke. Nein, hört auf, Alter! Das ist hier, das kriegen wir hin! Man, ich war gerade so gut schon! Wie viele Sprünge gibt es? Drei oder? Drei. Wenn du auf dem dritten Warride bist, dann ist fertig. Was für drei? Es gibt zwei Sprünge. Es gibt nur zwei. Ja, genau. Zwei Sprünge, aber drei Warrides eben. Ne? Hä, das ist ja echt voll easy. Ich dachte, da kommt noch so viel nach. Nein. Na, shit, habt ihr das gesehen? Ich hatte genug Speed, aber irgendwie hat der zweite Flip einfach nicht genug Flip gehabt. War ich zu gerade. Der zweite Flip hat nicht so einen Flip gehabt. Ja, das heißt, er hat sich nur halb gedreht und... Weißt du, was ich meine? Und dann musste ich, auch wenn ich nachdrehe...
Ich krieg das jetzt hin. Weil du Windschatten nimmst. Irgendwie diese Flips sind relativ schwer zu nehmen, muss ich sagen. Ja. Ah, Mist. Ja. Also musst du schon echt perfekt treffen, damit man sich genug dreht. Ja. Und auch nicht... Nein! Weil unten ankommt am Warworld. Aber es ist auch nicht... Es ist möglich. Es ist sowas von es möglich. Es ist locker möglich. Deswegen verstehe ich, dass den aufgeben kann. Ich geb doch nicht auf. Ich fahre die ganze Zeit. Ja, ach so. Ich dachte, du fährst die Militärbasis. Nein. Hä, holst du dir Anschwung, Kev? Kev, holst du dir Anschwung? Ich hab meinen Wagen gerammt. Kev, holst du dir Anschwung? Ist das ein geheimer Trick, Alter, oder was da los? 2 Meter zurück. Der holt sich Anschwung. Hör auf zu weinen. Geht beiseite, Autos. Kev, wow, was war das denn? Ey, einmal war der Flip nur halb, jetzt war der Flip doppelt. Der hat nicht den Kickflip gemacht. Yo. Ich verstehe es auch nicht. Ja, ich war auch immer die ganze Zeit doppelten Kickflip. Auch noch alles. Wir haben alles mit dabei, Leute. Manchmal macht er eine halben. Ziemlich random. Aber also muss auf jeden Fall ziemlich flach auf dem Flip auffahren. Ja. Okay, dann noch. Ja, stimmt, weil sonst drehst du halt irgendwie so weg und kannst ihn nicht stabilisieren. Also ich war einmal fast auf dem dritten, also auf dem letzten drauf. Da war ich echt. Ich war sogar schon mal dran am dritten. Echt? Ich war auch schon dran am dritten, aber dann hab ich nach unten gezogen. Ja, genau. Ich hatte einfach zu wenig Speed dann auf dem dritten. Oh, Marvin? Und dann seid ihr runtergefallen vom dritten. Also ihr habt den Sprung geschafft, aber... Dieser NPC hat schon geschafft. Nein, ich bin Eulzmann. Ist das ein Wichser, Alter? Ey, Kevman! Dieser hässliche Laster, ne? Ey, du blockst doch direkt die ganze Einfahrt. Der Laster ist ein Kumpel von mir übrigens. Deswegen mach ich... Glücksbringer, Deko. Hab ich dich getroffen? Nein. Nein! Wenn man hier drauf ist, ist das ja so. Scheiß Laster, den du weggenommen hast, der hat mich auch getroffen. Nicht schlecht. Wir müssen aufhören, da die Leute wegzuspringen. Ich bin unter dem Laster gefahren. Mhm. Nimmt ihr echt Speed? Was ist denn los mit euch? Ich hol mir jetzt Windschatten von Deko. Ja, die holen sich Speed, weil die das anders nicht packen. Wuh! Hä, das ist doch... Man darf sich Speed holen, wie man will, Alter. Manchmal dreht er sich nicht. Spaß, was ist denn los mit dem? Ich hab sowieso nichts zu melden. Nach unten, ey, das ist eine scheiß Self-Value, die ausgeht, ne? Ah, nach unten ist er ausgegangen. Was war denn das schon wieder? Ich meine, es ist völlig normal. Ihr könnt euch wirklich 2-3 Meter zurückfahren. Vielleicht bringt es ja ein bisschen mehr. Ich finde es gut, dass wir den Wagen heute mal so richtig ausprobieren, den 89. Ja. Aber hier erstmal hier auf dem Highway, dass man den neuen Fister hier mal eben sich so ein bisschen ausfahren kann, ein bisschen testen kann, Leute, was mit dem los ist. Ich wollte an dir vorbei, war mein Fehler, hab das falsch kalkuliert. Also, ich finde die Lenkung noch etwas. Alter, ich hab dich doch gerade eben vorgelassen, du Hong. Ja, ich finde der ganze diese Frechheit ist so schwer, gleich. Das finde ich ist komisch, weil... Diese Frechheit, Alter, erst rammt da einen weg und dann... Hallo, hab ich mich entschuldigt oder nicht? Alter, seid ihr im Plauderverein? Was ist denn los mit euch? Wir müssen eine richtige Spermadusche kriegen, Alter. Was zur Hölle ist heute los bei euch? Ja, keine Ahnung. Deko ist, glaube ich, auf Entzug, Alter. Er will hier sein Sperma verteilen. Gott. Warum? Veranstalte eine Vokalparty. Der Sprung ist natürlich auch ein wichtiger Test für den Wagen. Ja, überstanden. Also ich muss sagen, ich bin wunschlos glücklich. Ich habe kein Interesse an Bukaki. Okay, dann nicht, Kev. Einmal hat auch niemand gefordert, aber gut. Dann, doch, hat doch halt gesagt, nicht, also, weiß auch nicht. Interessen bei Facebook. Hey, Dick hat doch gerade gesagt, ich nehme Kev mit auf eine Bukake-Party. Genau, ich mache eine öffentliche Veranstaltung auf Facebook. Kev Bukake-Party. Die Geilo. Geile Bukake-Party. Geile Bukake-Party. Oh, Mami, Windschatten, Vorsicht! Alter, du hast mir geil Windschatten gegeben. Ich verstehe nicht, warum ich auf diesen oder? Geht das euch jetzt auch so? Ey, das ist noch keiner geschafft hat. Ganz ehrlich, es ist falsch, den Warride flach anzufahren. Also man darf diesen ganzen Container auf keinen Fall nehmen. Man darf den nur relativ flach am Ende treffen. Ja, sehe ich auch so. Weil wenn man den am Anfang trifft, verliert man viel zu viel Speed und das passt vorne und hinten nicht. Okay, mach mir mal Cap seine Tactics. Und wir spawnen gerade alle extrem scheiße. Ich musste gerade abbremsen, weil... Deko im Weg ist nice. Ey, verpisst euch, Mann! Verpisst euch alle! Ohne Witz. Und egal wie viel ich warte, es respawn einfach. Wir sind einfach zu viele für diese kurze Strecke. Guck mal jetzt, Marvin spawnt, ich bin ganz schnell losfahren. Ey, Dina! Guck mal jetzt, fährt. Ich hab Dina. Nichts gemacht! Warte, Bazooka Inc. Warte mal, wo bist du? Ja, lass mich in Ruhe! Was passiert? Ey, diese Flips sind echt so hart. Der Warride ist gar nicht so schwer, einfach nur die Flips sind so hart. Da hinten ist er. Wieso, was hat er? Ein Jet! Hast du den Punkt? Danny, hattest du Wichser als erster Junge, da braucht man keinen Jet! Da hat er's! Er hat es! Kev hat's echt geschafft! Nice! Wuhu! Die bösen Wörter nehme ich natürlich zurück, das ist ja alles nur Ausdruck meiner Freude! Nein! Vor dem Punkt! Oh fuck! Nice! Oh! So holt man sich das Ding! Easy und geschmeidig!
Daddy und Deko hat ihn auch. Ey, jetzt haben ihn alle Blitze. Nice. Hat Dena irgendwie einen Zauber? Dena hat einen Zauberstab geschwungen. Ich hab auch einen Punkt für euch geholt. Ich glaube, Dena war ja Erster und dadurch hatten wir sozusagen den Boost des zweiten Speeds vielleicht. Ach so, jetzt bin ich Vierter. Ah, nice. Jetzt hast du den natürlich den Speedboost. Ja, den freue ich mich drauf. Oh, das wird geil. Es war aber auf einmal war richtig leichter. Ich glaube, mit dem getunten Fister wäre das Ding so easy gewesen. Mit getunten Wagen generell. Deswegen nochmal die Info an alle Zuschauer. Sie spielen natürlich ohne getunte Wagen solche harten Maps, weil... Wow! Bei Asian Parkour nicht, dass jemand sagen kann, hey, mit getunter geht alles. Ungetunter. Alter, das ist wirklich viel fester. Aber wenn die Leute die Map testen, machen die das dann auch mit getunten Wagen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die müssen die mit einem Wagen der Klasse machen. Also mit einem Supersportwagen, dann sind alle freigeschaltet. Aber getunt oder nicht? Wenn du mit getunt machst, sind getunte freigeschaltet, glaube ich. Bin mir auch nicht sicher. Ah! Alle Angaben ohne Gewehr. So, Problem ist jetzt, ich bin jetzt Erster. Das heißt, ich profitiere nicht von Speed. Ja, das kann doch nicht sein, Alter. Dann hole ich mir einen Jet und dann, und dann seid ihr trotzdem schafft ihr. Oh, lol, voll gegen die Wand gefahren. Mann! So, mein schwer. First Try. Jetzt bin ich gespannt. So, First Try. Standard, wie viele Runden das sind? Zwei oder drei? Nein, das kann doch nicht wahr sein. Zwei. Zwei, okay. So, jetzt kommt mein First Try. Jetzt habe ich von der scheiß Polizei, habe ich jetzt hier einen Stern. Ich hatte eindeutig zu wenig Speed. Ich bin direkt nicht richtig drauf gekommen. Ich bin auch jetzt überlegen, ob man einfach ein bisschen mehr nach hinten fahren sollte. Ja, du kannst auch ein kleines Stück nach hinten fahren. Ja, ich überlege, ob ich nächstes Mal einen Helikopter nehmen soll für den Punkt. Deko, lass mich bitte vor. Ich bin mit Anschwung gerade holen und bin schneller als du. Ja, ich hab ihn. Was? Er sagt noch nicht mal was, der Wichser. Ey, ganz ehrlich, mit Max Speed. Er sagt noch nicht mal was. Viel einfacher. Als ob du nichts gehört hast. Ich sage, ey, Deko, nein, ey, Deko. Was meint ihr mit Max Speed? Ja, Deko, dann lass mich jetzt wenigstens vor. Also, ich hatte ja den letzten Bonus. Das heißt, ich krieg mehr Speed. Ja, mehr Geschwindigkeit. Okay. Und dadurch war es richtig easy. Also, wenn man vielleicht ein bisschen mehr Anfahrt hat, dann ist das, glaube ich, gar nicht so schwer. Ja, diese 2-3 Meter zurück, die helfen. Da braucht man nicht nochmal 20 Minuten für die zweite Runde. Oder wenn du einen Tick Windschatten hast, weil jemand spawnt oder einfach nur 2 Meter mitfährst, das... 20 Minuten für eine Warride-Runde. Aber die ist auch hardcore, ne? Also ist nicht ohne Grund. Ja, ich meine, die Anfahrt zum Militärbar ist ja auch nicht so kurz. Ey, diese scheiß NPCs, ne? Die blocken alles. Was will ich denn auch? Ey, ganz ehrlich, ich finde das legitim, wenn man zum Militärbasis geht, sich 5 Sterne holt, sich ein Militärjet klaut, den Raketen ausweicht und dann wieder herkommt, um durch den Punkt in der Luft zu fliegen. Dann finde ich es legitim, wenn man so gewinnt. Hättest du verkackt, dann hättest du auch nicht. Jetzt holt er sich auch noch Windschatten, Deko machst genau richtig. Alter, jetzt wird Deko so viel Speed haben, das wird krass. Oh oh, Dinger, so. Glaube ich ein bisschen. Nice, ich hab noch den vierten Bonus, nein, den dritten. Warum hab ich noch Dritter? Was war das denn? Na, weil du nicht mehr bist. Oh nee, da hast mich voll aus dem Groove gebracht. Mit Windschatten ist schwierig, weil der Typ, der vorne fährt, hat schon verkackt. Ich fahr auf jeden Fall mit dem. Ja, ist wirklich so. Du hättest so viel Windschatten holen müssen, dass du gerade so. Marvin! Ich fahr sogar zur Seite. Ja, Hammer! Zur Seite von Deko und direkt in meine Reifen. Deiner Wichser, Alter. Hey! Ja, oh, okay, was? Okay, ich hab. Aber das ja, geht genau, gut, leg Alter, dich mit da hinten bitte ein bisschen, ne? Oh. So, jetzt noch ein. Marvin ist schon leicht angesoftet von Marvin. Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht schaffen wir es ja. Oh, Mabossi. Aber gerade eben habe ich es ja auch als Erster geschafft, ne? Deswegen, es geht auch irgendwie ohne Speed. Wow! Cinnamon! Nein! Ich hatte so ein Todesspeed, ich war plötzlich in Warp-Geschwindigkeit. Alter, das muss ich ja mal sagen. Ich habe mich angestupst. Oder oh Marvin, ich hatte es ja als. Ich hatte es ohne Windschatten geschafft. Damit ein bisschen Anschwung nach hinten, aber als Erster. Das heißt, es muss ja ohne diesen Speed möglich sein. Ja, dann ist es aber nur so scheiße und schwerer, ne? Da muss es perfekt sein. So kannst du ein paar Fehler machen. Oh shit, ich war auf dem dritten Warride! Schon wieder ohne Boost. Und dann bist du abgerutscht? Ja, weil nach unten hin. Ich habe den zweiten, bin ich ein bisschen in den Schleudern gekommen auf dem zweiten. Mist. Ja. Also, das ist als Erster locker. Komm, nein! Ich war auch auf dem dritten drauf. Also, locker mal gerade drankommen. Ich komme den zweiten immer so nach unten gepimmelt. Ja. Locker möglich heißt nicht, dass es einfach ist, sondern dass es auf jeden Fall möglich ist, meine ich. So. Nein, Deko. Deko, mach es. Nein, war kacke. Deko. Lass mich überholen. Deko hat's. Runtergefallen, meine ich, ne? Ist Dena immer noch bei der Militärbasis? Alter! Nein. Wie du einfach nicht warten kannst, ne? Willst du die Folge nicht nutzen, Dena? Was für warten? Wie soll ich den Windschatten nehmen, wenn ich warte? Das wird eine richtige Troll-Spezialfolge von Dena. Ich werde erwartet schon als Erster vom Ziel, ne? Troll-Spezial.
Setzen wir so ein Gericht. Oh Mist, das war wieder zu spitz. Ja, das Gefühl habe ich auch. Also bei meinem letzten Anlauf gerade eben, da war es auch zu hoch. Aber ich fahre es gerade wieder neu rauf und ja. Nein! Ah, beim dritten runtergefallen. Mist. Scheiße! Oh, Scheiße. Du bist doch LOL. Marvin was? Blinkt und ich konnte ihn trotzdem rammen. Was ist das denn? Ey! Ja, Leute, jetzt kurze wichtige Konzentration hier. Oh, komm. Nein, ey, ganz ehrlich, ich denke schon wieder hinter mir. Wird. Er lernt doch nicht dazu, ey, was? Ohne Wissen, jetzt steht er hier. Oh Mann. Es gerade respawned. Ich warte jetzt auf dich, Deko. Also, what the fuck? Fahr. Dass du einfach nicht mal kurz warten kannst, ne? Ja, geht dir genauso. Ja, aber dann bringt mir der Windschatten nichts. Ja, du musst. Ja, siehst du, brauchst keinen Windschatten. Nö, ich bin gar nicht da. Mach es ohne Windschatten. So, jetzt aber. Da hinten kommt was. Ey, und ich sehe das schnell, NPC darf 100% nicht abbiegen, ist das ein Bauer. Marvin hat. Und ja! Ja! Ich habe es wirklich! Nein! Oh, er hat es! Der letzte wird der erste sein. Ja, Mann! Cool! Yeah. Nicht schlecht, das gibt es nicht. Du hast nicht der letzte. Yeah. Warst. Ich wollte gerade sagen, nur dass du nicht der Letzte warst. Damit kann man sagen, Mabosa ist der neue Fister. Das gibt's nicht. War ich nicht der Einzige, der es ohne Beat-Bonus geschafft hat? Ich auch. Du warst doch Dritter, Marvin. Nein, ich war ja doch ganz vorne, wie soll ich denn Dritter sein? Ich bin doch Erster, weil ich eine Runde vor dir bin, du Honk. Nein, ich bin fertig. Ach so. Ja. Alter. Ich habe mich schon gewundert, wieso ich immer so schnell bin. Krass. Wegen Speedbonus sind jetzt alle so schnell. Ja. So, come on. Nicht schlecht. Marvin, wann hast du denn die erste Runde geschafft? Easy. Hast du stumm und heimlich gemacht, ne? Hast gar nichts gesagt? Doch, habe ich. Aber du warst mit deinen Gedanken wahrscheinlich wieder bei Harry Potter oder so. Wahrscheinlich. Tja. Dena, du musst den Punkt auch schon kriegen. Ne? Ey, also. Manchmal flippt es aber echt komisch. Auch wenn man genug Speed hat. Ich hätte so gelacht, wenn du den Dena hat bekommen. Sich in was ercheatet, lol, er hat den Warlock nicht einmal geschafft und ist Zweiter oder Erster. Ja. Und aber komm. Er hat es eben versucht und er wollte ihn testen. Alter, wie schnell man als Vierter ist. Heiliger Bimbam. Oh, richtig schnell. Yeah. Richtig. Alter, oh shit, okay, ich bin dumm aufgefahren, aber das wäre mein First Try gewesen als Vierter. Das ist ja tausendmal einfacher. Hauptsache mein First Try als Vierter. Das ist wie viel First Try es einfach gibt. Ja, das war der erste, wo ich den vierten Boost habe. LOL! Wehe, du fährst wirklich rein! Deko war schneller! LOL, er fährt wirklich rein! Deko war runtergefallen! Er lässt mir die Genugtuung nicht! Nein! Ist das ein Bad Player, Alter? Und du kriegst aber hin, oder? Und? Das sieht gut aus! Das sieht sehr gut aus! Ich sag ja, als Vierter ist nicht so schwer. Aber wir haben jetzt den Fister getestet und... Scheiße! Nein! Nur 5 Sekunden! Ins du musst hier nicht mehr! Um die Ecke, du musst um die Ecke! Oh lol! Schnell geht! Oh! Guck mal, Kev, wärst du ein bisschen besser gefallen, als du es geschafft hast. Ja. Alter, du bist ein mieser Ficker! Das war eine geile Leistung! Und wenn es euch auch gefallen hat, Leute, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten Runde. Also macht's gut, bleibt geil und bis dann. Ciao. Nächstes Mal früher Militärbech, Leute, das merke ich mir auf jeden Fall. Keine Sorge, ja. Das lasse ich hier nicht nochmal zu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Drückt nochmal, wenn es gefallen hat. In 3 Tagen. Ciao.